Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über einen faszinierenden Philosophen namens Epikur. Viel Spaß! Falls du mich schon eine Weile kennst, falls du schon eine Weile diese Videos schaust, dann weißt du vielleicht, dass ich persönliche Entwicklung mag und auch die Philosophie. Ja, die Philosophie ist ein Hobby von mir und heute möchte ich mit dir über einen Philosophen sprechen, der nicht allzu bekannt ist, aber mehr Bekanntheit verdient. Und dies ist, wie gesagt, Epikur. Und Epikur lebte im antiken Griechenland. Ja, ich liebe viele verschiedene Philosophen und besonders die Griechen. Und Epikur ist ein sehr gutes Beispiel für einen faszinierenden Philosophen aus dem alten Griechenland. Und Epikur machte sich Gedanken über das Glück. Ja? Er dachte viel über das Glück nach. Und er suchte die Lust am Leben. Und deshalb wurde und wird er häufig missverstanden. Manche Leute denken, seine Philosophie sei hedonistisch, aber sie ist mehr als das. Ja? Hedonismus ist, wie du vielleicht weißt, Lustgefühl an der Erfüllung körperlicher Begierden. Ja? Viel zu essen ist hedonistisch. Sex zu haben ist hedonistisch. Alkohol zu trinken ist hedonistisch, ja. Es ist die Erfüllung von körperlichen Begierden, ja. Es zielt nur darauf ab, dass der Körper Adrenalin bekommt und Glücksgefühle und so weiter. Aber es gibt auch eine andere Art von Glücksgefühl. Und diese Art von Glücksgefühl bekommt man durch soziale Kontakte, durch Freunde, durch die Natur, ja. Und deshalb traf sich Epikur mit seinen Anhängern oder Freunden in einem Garten. Ja, er traf sich mit seinen Freunden in einem Garten. Und er schrieb auch über die Überwindung von Furcht, Schmerz und Begierden. Und jetzt klingt das Ganze eher nach asiatischer Philosophie. Ja, oder nach buddhistischer Philosophie, ja, die Überwindung von Furcht, Schmerz und Begierden. Zum Beispiel war es so, dass zu seiner Zeit viele Leute Angst vor den Göttern hatten. Ja, viele Leute hatten Angst vor den Göttern. Und Epikur sagte zu den Menschen, hey, mach dir keine Sorgen. Die Götter interessieren sich so oder so nicht für uns. Sie sind auf einer anderen Ebene und sie sind Götter. Also was interessiert es sie, was sterbliche Menschen tun? Ja? Vielleicht sagte er dies, weil dies seine Überzeugung war. Vielleicht war er auch ein Atheist oder vielleicht hatte er auch andere Überzeugungen. Wir wissen es nicht, weil zu seiner Zeit es verboten war, die Götter zu leugnen. Ja, es gab die griechischen Götter und wer diese Götter leugnete, der musste mit einer Strafe rechnen und dies war auch ein Anklagepunkt, der Sokrates vorgeworfen wurde. Also die alten Griechen haben Sokrates unter anderem deswegen hingerichtet, weil sie meinten, er würde die Götter leugnen. Ja? Und Epikur wollte die Götter nicht leugnen, aber er wollte etwas sagen, um den Leuten zu vermitteln, hey, ihr braucht nicht ständig Angst zu haben vor den Göttern. Ja? Und er lebte ein paar Jahrhunderte vor Christus, also gab es eigentlich nur die griechischen Götter. Ja, es gab noch nicht das Christentum, die Leute wussten nichts von asiatischen Philosophien. Ja, also es gab eigentlich nur
die griechischen Götter. Ja? Und die meisten Leute hatten sehr viel Furcht vor den Göttern. Also sagte Epikur, hey, mach dir keine Sorgen. Ja? Du wirst nicht bestraft für Dinge, die gar nicht schlimm sind. Okay? Außerdem hatte er interessante Gedanken über den Schmerz. Ja? Und er meinte, Schmerz ist entweder intensiv, aber dann ist er nur kurz. Oder der Schmerz ist lang und dann ist er nicht so intensiv. Ja? Also ein bisschen die Leute aufzumuntern. Ja, hey, zumindest ist dein Schmerz nicht lang oder zumindest ist dein Schmerz nicht intensiv. Ja, ich denke, das ist eine sehr interessante Perspektive, auch wenn es für manche Leute nicht unbedingt wahr ist, die eine bestimmte Krankheit haben. Ja, es gibt auch Situationen, wo Schmerz intensiv und lang sein kann, aber zum Glück kommt das nicht so häufig vor. Er sprach auch über den Tod. Ja? Und dazu hatte er eine sehr faszinierende Idee. Er meinte, der Tod ist das Ende alles Wahrnehmens. Ja? Wenn ich tot bin, dann weiß ich nicht, dass ich tot bin. Ich bin nicht mehr da. Ja? Oder ich bin irgendwo anders. Und deswegen nehme ich nichts mehr wahr, was passiert. Und er schrieb, Zitat, das schauerlichste Übel, ja, das schauerlichste aller Übel, der Tod hat also keine Bedeutung für uns. Denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr da. Ja, das ist doch ein interessanter Gedanke. Ja? Wenn der Tod da ist, sind wir nicht da. Und wenn wir da sind, ist der Tod nicht da. Ja? Das sind ein paar Gedanken von Epikur. Ich hoffe, du fandest es auch so interessant wie ich. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas gelernt. Ich hoffe, du hast vielleicht ein paar neue Perspektiven gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mich doch wissen, was du über dieses Video denkst. Oh ja. Und ja, ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Bis dann. Tschüss.